Was für ein aufregendes Duell. Am Samstagabend sind Pietro Lombardi, 31, und Chris Thor, 32, bei Schlag den Star gegeneinander angetreten. Der Sänger und der Komiker haben in Spielen wie Flieger, Blamieren oder Kassieren, Glitschfußball und Dresinenauto einen epischen Wettkampf geliefert. Doch am Ende gab es einen klaren Sieger. Chris Thor hat sich den Titel und die beeindruckenden 100.000 Euro Preisgeld geholt. In einem spannenden Spiel namens Schütten mussten die beiden Stars Gläser mit Kugeln füllen. Und am Schluss hat Chris das Spiel gewonnen und sich mit großem Abstand zum Champion gekrönt. Nach seinem Triumph strahlte Chris vor Freude. Mit dem Geldkoffer in der Hand umarmte er sowohl Moderator Elton, 52, als auch seinen Konkurrenten Pietro und wurde im Konfettiregen gebührend gefeiert. Das war wirklich ein spektakulärer Abend voller Action und Überraschungen. Wenn euch dieses spannende Duell genauso mitgerissen hat wie uns, dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Und wer weiß, vielleicht sehen wir schon bald das nächste aufregende Star-Duell bei Schlag den Star. Bleibt dran!